So, willkommen zurück zu unserer Kurzserie zum Thema Softwareprogramme als Handwerksbetrieb. Und heute geht es mit einem extrem spannenden Thema weiter, nämlich der digitalen Bausteinmappe. Los geht's. Ja, digitale Bausteinmappe klingt natürlich erstmal interessant. Erstmal willkommen zurück. Mein Name ist Marvin und ich bin hier mit dem Alex wieder. Es geht jetzt weiter mit der Serie, welche Programme, welche Software-Tools sind als Handwerksbetrieb unerlässlich und total wichtig für deinen Betrieb. Und es geht speziell um die Baustellenmappe, digitale Baustellenmappe. Was heißt das? Ja, Alex, was heißt das? Ja, im Endeffekt heißt das, dass ich halt nicht mehr mit einer physischen Mappe rumlaufe, wie es die meisten jetzt machen, wo alle Informationen drin landen, alle Zettel drin landen, alle Bilder, alle Skizzen drin landen, sondern dass ich diese ganzen Sachen digital habe, sodass jeder Monteur in Echtzeit die abrufen kann. Bedeutet, wenn der eine Monteur auf der einen Baustelle ist, der andere auf der anderen Baustelle ist, können die trotzdem gleichzeitig auf diese Mappe Einsicht erlangen und wenn einer was daran ändert, sieht der andere das sofort auch. Ja, du kennst das vielleicht. Die eine Kolonne ist gerade schon unterwegs mit der Mappe. Dann kommt nochmal eine Rückfrage im Büro. Ja, die Mappe ist gerade auf dem Wagen. Man hat keine Infos mehr. Man kann da nicht mehr einwirken auch. Ja, der Kunde hat vielleicht nochmal einen Änderungswunsch oder da muss nochmal irgendwie was. Der Kunde möchte noch eine Information mitgeben für die Baustelle, für die Montage. Und man hat einfach keine Möglichkeit, das mehr sozusagen in die Mappe reinzubringen, weil es nicht digital ist. Oder. Aber reicht eigentlich als Beispiel erstmal. Ja, schon genug. Ja, Vorteile davon ist natürlich, oder ja, was ich noch eben sagen wollte, ist, dass einfach unter Mitarbeitern gewisse Absprachen, ja, Sachen, die im Büro vielleicht besprochen wurden, die fehlen dann vielleicht vor Ort, einfach weil es nicht richtig notiert werden konnte, weil die Mappe. Das ist halt sehr gestückelt. Dann hat der eine Kollege einen Zettel, was er noch in die Mappe eintragen muss, oder den noch eintragen muss. Der andere Kollege hat auch noch einen Zettel, den er einpflegen muss. Und dann, wenn die Mappe quasi wieder ankommt, dann werden die Zettel da reingelegt. So. Ja. Das ist halt auf jeden Fall nicht effizient. Ja. Sorgt für Missverständnisse, sorgt für Kommunikationsprobleme und sorgt dafür, dass Sachen untergehen. Und was wir auch total häufig schon hatten, im Partnerbetrieb, oder der Chef will einfach mal von woanders aus sozusagen Einsicht haben in die in den Stand der Dinge sozusagen, ob das jetzt im Homeoffice ist oder unterwegs bei einer Geschäftsreise oder was weiß ich, ne, wenn man einfach gerade mal nicht im Betrieb ist, dann eben reingucken zu können, wie weit ist denn Projekt XY, wie weit ist denn, ist dort schon montiert worden, wie zufrieden war denn der Kunde hier, ist das schon abgewickelt, wie sieht es mit der Reklamation aus? Diese ganzen Informationen, die kannst du als Chef gar nicht haben, wenn du keine digitale Baustellenmappe hast, wenn du gerade nicht im Betrieb bist. Weil sonst müsstest du nämlich in jede einzelne Mappe reingehen oder jemanden fragen, hey, wie ist denn da der Stand? Und das kannst du eben, wenn du dann mal nicht im Betrieb bist, kannst du einfach bei einer digitalen Baustellenmappe einzeln reinklicken, ja, wie sieht es hier aus, wie sieht es da aus, haben wir noch offene Reklamationen, wie viele? Und das ist eben ein Zustand, der sehr, sehr angenehm ist. Es geht weiter mit der Dokumentation. Ne? Also wie oft ist es so, dass dann die Leute auf der Baustelle irgendwelche Stundenzettel noch ausfüllen, die Sekretärin im Büro muss es dann irgendwie entziffern, hat er teilweise wirklich Hieroglyphen, kann es nicht genau deuten, interpretiert ein paar Sachen werden abgerechnet, ein paar können nicht abgerechnet werden, weil es einfach nicht lesbar ist. Ja. Ein paar Sachen werden vergessen aufzuschreiben und hier kann mit der Baustelle aber extrem gegengewirkt werden. Zum einen natürlich ist es logisch, wenn ich das einmal da eintippe, dann habe ich es halt in der Computerform. Das heißt, jeder kann das lesen, easy. Zweiter Punkt, ich kann sicherstellen, dass bestimmte Sachen einfach immer gemacht werden und nicht vergessen werden. Ich kann sogar so weit gehen bei den bestimmten Baustellenmappen, dass wenn ich auf der Baustelle bin, meine Zeit hat getrackt, wird da einfach anhand des Standortes quasi, das zugewiesen ist zu dem Standort, dem die Baustelle. Ja. Und dann bin ich einfach in der Situation, dass der Mitarbeiter eben nicht mehr alles einzeln aufschreiben muss, sondern halt vieles schon eben abgenommen wird und einfach seine Zeit auf das fokussieren kann, wofür er bezahlt wird, nämlich zu arbeiten, zu dokumentieren. Das geht dann weiter mit, wenn er Fotos am Ende macht, dass die Fotos direkt aus dem richtigen Winkel und so gemacht werden, dass erst nur dann hochladen kann zum Beispiel in die Mappe, dass die dann alle da drin liegen, dass wenn der Mitarbeiter später nochmal sagt, hey, da gab es eine Reklamation, kann er direkt reingehen und gucken. Und das ist alles so viel einfacher, dass du mit zwei Klicks quasi in der Mappe drin bist, halt erstmal zu gucken, wo in welchem Regal war es denn jetzt dieses Jahr, letztes Jahr. Ja. Das ist, Arbeitszeitersparnis locker 20%, 30%, 40%, die an Zeit, an Fehlern, an Kommunikation einfach gespart werden kann, wo die Leute einfach effektiver und mehr arbeiten können mit einer guten Mappe. Ja. Ja, und dann ist es natürlich auch so, dass du in deiner digitalen Mappe sozusagen dann auch einen Ort schaffen kannst, wo eben die ganzen Informationen, die ganzen Dateien gesammelt werden. Ne? Ob das jetzt Bilder sind, ob das Dateien sind und da kommen wir später auch noch zu, ob das irgendwelche Aufmaße sind, irgendwelche Formulare sozusagen, die ausgefüllt wurden, ne? Ob das jetzt physisch ist, irgendwie per Checkliste oder per Aufmaßblatt sozusagen, was dann fotografiert wurde oder wie man das digitalisiert, da kommen wir auch noch dazu. Diese ganzen Informationen, die kannst du dann natürlich an einem Ort sammeln und hast die auch immer griffbereit. Ne? Das heißt, sobald es dann irgendwie darum geht, ja hier, wo war denn das Aufmaßblatt jetzt, oh, keine Ahnung mehr, ist irgendwie nicht in der Mappe und so weiter, ja, kannst du halt einfach dann digital reingehen
und siehst das halt für den Kunden direkt. Ne? Ja, richtig. Also im Endeffekt hat es halt nur Vorteile für dich, für deine Mitarbeiter auch. Die können viel strukturierter, einfacher arbeiten, weniger Stress, weniger Frust. Und für den Kunden ist es auch cool. Du kannst auch Dinge zeigen, sogar sagen, guck mal, hier war die Skizze nochmal, so sieht das aus. Dann musst du nicht irgend so ein öliges, verranztes, dreckiges Blatt zeigen. Ja. Das ist halt deutlich angenehmer für alle Beteiligten und der Aufwand, so eine Mappe einzuführen, je nachdem, wie viele Leute du im Unternehmen natürlich hast, sind halt ein paar Wochen bis maximal 2-3 Monate, bis du das wirklich komplett bei allen halt hast. Ne? Ja, das war jetzt der zweite Teil zur mehrteiligen Serie. Es werden auf jeden Fall noch zwei Sachen kommen. Und ja, wir freuen uns, dass du wieder dabei warst. Lass gerne einen Daumen nach oben da, damit ihr auch die anderen Sachen nicht verpasst. Jetzt wird es nämlich nochmal deutlich, geht es mal deutlich tiefer. Die beiden Tools kannten wahrscheinlich schon relativ viele. Aber was jetzt kommt in den nächsten Videos, wird nochmal eine ganze Ebene tiefer gehen und auch nochmal eine ganze Möglichkeit mehr Produktivität eröffnen. Ja, wir sehen uns in den nächsten Videos. Bis dann. Ciao.